Hallo Edelmetallfreunde, Investor Talk ist zurück. Es ist Zeit für Silber und ich begrüße Sebastian Wahl, Vizepräsident für Unternehmensentwicklung. Im April haben wir uns zuletzt gesprochen, Herr Wahl. Seither ist eine Menge passiert. Wir hängen zwar beim Silber immer noch in den Seilen, aber SilverX macht ja gravierende Fortschritte. Das schauen wir uns gleich an. Schön, Sie zu sehen. Guten Tag, Herr Kneis. Guten Tag, liebe Edelmetallfreunde. Es ist schön, hier zu sein. SilverX, wie alle Produzenten, kämpft natürlich in diesem schwierigen Umfeld. Umso erstaunlicher die Fortschritte, die gemacht wurden. Wir schauen uns hier eine Grafik der Produktionsentwicklung an. Als wir im April zuletzt sprachen, hatten Sie einen Tagesdurchsatz von etwa 500 Tonnen erreicht. Der Verarbeitungsgehalt lag bei 9,6 circa Unzen Silberäquivalent. Und im Durchschnitt des zweiten Quartals waren sie schon bei 720 Tonnen und 10,51 Unzen Silberäquivalent pro Tonne. Also die Gehalte steigen, der Durchsatz steigt. Können Sie dazu was sagen und diese Grafik hier kommentieren? Aber das Beste kommt ja gleich noch. Ja, absolut. Also es ist richtig. Wir haben uns im April unterhalten und da waren wir sozusagen auch mitten in der Aufbauphase von dem Betrieb. Wir haben im Januar sehr bescheiden angefangen. Wir hatten im April schon etwas Fahrwasser. Aber es ist in der Tat so, dass wir jetzt im Juni, Juli, August die Produktion deutlich angehoben haben, sowohl in der Menge, die wir sozusagen am Erz verarbeiten, aber auch der Metallgehalt. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass sozusagen im Ausbau der Mine natürlich auch Teile der Entwicklung verarbeitet werden, die nicht so metallhaltig sind. Ja. Aber jetzt, da die Mine weiterentwickelt ist, kann man sich auch darauf konzentrieren, das Erz zu verarbeiten, das höheren Metallgehalt hat. Und da sind wir jetzt gekommen. Ich denke, das geht auch noch ein bisschen weiter. Aber die Aufbauphase der letzten 6 Monate ist sehr erfolgreich verlaufen. Das ist so, ja. Das sieht wirklich so aus. Und vorgestern kam eine weitere Pressemeldung, die diese Zahlen, die wir gerade gesehen haben, nochmal toppt. Und zwar haben Sie da erreicht eine Steigerung der Produktion um 57% gegenüber Juli im August auf 195.000 Unzen Silberäquivalent bei einem Verarbeitungsgehalt von 18,29 Unzen. Das ist ja phänomenal, also dieser Sprung nach oben. Und das stammt hauptsächlich aus dem Tangana-Erzschut. Den möchte ich auch mal den Zuschauern zeigen. Das hochgradige Erz haben Sie ja zum großen Teil aus diesem Schutt genommen. Ist das jetzt nachhaltig oder wie viel können Sie da noch rausholen, um dieses hohe Produktionslevel zu erreichen? Kann das länger gehalten werden? Also definitiv. Die Tangana-Mine, die erstreckt sich über eine Länge. Da gibt es auch schöne Aufnahmen oder schöne Illustrationen auf unserer Präsentation auf der Webseite. Die erstreckt sich über 10 Kilometer Länge und wir bauen die selbstverständlich auf einer fortlaufenden Basis weiter aus. Und es kann davon ausgehen, dass unsere Produktion auch in Zukunft, zumindest was den Silberunzen-Äquivalentgehalt anbelangt, definitiv auf diesem Niveau bleiben wird. Es mag sein, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Volumen durchsetzen müssen, um auf die gleichen Unzen zu kommen. Aber wie bereits gesagt, wir haben im Juli knapp 125.000 Unzen Silberäquivalent verarbeitet und im August waren wir fast bei 200.000 Unzen. Und damit haben wir auch das, was wir den Investoren versprochen haben, nämlich dass wir dann 2 Millionen oder 2,5 Millionen Unzen Produzent werden, eigentlich auch schon erreicht. Wobei wir hier ja auch erst am Anfang sind. Also das Potenzial in Tangana würde ich unter dem Titel Wachstum bezeichnen. Da ist also noch sehr viel mehr möglich, als das, was wir momentan sehen. Sie haben es ja gerade schon gesagt, auf Jahresbasis gerechnet sind Sie ungefähr bei 2 Millionen Unzen Silberäquivalent jetzt schon. Und das bedarf natürlich einer erheblichen Investition in die Minenerschließung. Und das kostet natürlich Geld. Sie haben dabei sogar sichtbares Gold gefunden. Das möchte ich mal zeigen, denn das hat jetzt auch mit zu diesen hohen Gehalten beigetragen. Hier ist es, also Ihre Exploration läuft auch sehr erfolgreich. Wo wird denn derzeit noch exploriert? Also unser Fokus ist momentan selbstverständlich im Tangana-Distrikt, wobei die Tangana-Mine ja aus mehreren Venen besteht. Die sitzen alle parallel zueinander. Die nächste Vene, die erschlossen wird, heißt Kauka. Und das Interessante oder das Schöne daran ist, dass diese Venen, die sozusagen parallel nebeneinander sitzen, durch eine Infrastruktur erschlossen werden können. Das erlaubt natürlich eine relativ kosteneffiziente Förderung des Erzes. Und Planungssicherheit.
Um auf die Entwicklung der Mine zu sprechen zu kommen. Wir haben sozusagen das Geld, das wir im letztes Jahr eingesammelt haben, sehr vernünftig und effizient investiert. Und ein Großteil der Entwicklung der Mine ist sozusagen, die liegt hinter uns. Also die Produktionsergebnisse aus den letzten 2, 3 Monaten ist ein Resultat einer erfolgreichen Investition in die Mine. Jetzt ist die Mine so weit ausgebaut, dass man sozusagen eine fortlaufende Produktion auf dem Niveau gewährleisten kann. Und vielleicht auch, Sie haben den Cashflow kurz angesprochen, beziehungsweise das Geld. Es ist so, dass wir sozusagen im August ein positives Betriebsergebnis vor Steuern und Abschreibung hatten und nun in der Lage sind, uns wirklich auf das Wachstum und auf den Ausbau des Tangana-Distrikts und der anderen parallel liegenden Minen zu konzentrieren. Genau, das hätte ich Sie sowieso noch gefragt. Also der Cashflow war im zweiten Quartal bis Ende Juni noch mit knapp 2 Millionen negativ, aber Sie haben ja alleine, wie wir der Pressemeldung entnehmen können, im August schon fast 2 Millionen äquivalent Unzen produziert. Also der Umsatz muss ja in diesem Monat schon deutlich über dem ganzen Quartal gelegen haben, sodass Sie, und das haben Sie ja eben bestätigt, der Nulllinie schon deutlich näher kommen und sicher bald, ganz zu schweigen von steigenden Silberpreisen, richtig in die Gewinnzone fahren können. Ja, also wir müssen selbstverständlich noch abwarten, bis die Buchprüfer das so freigegeben haben. Aber der August, da kann man davon ausgehen, dass das ein sehr positives Betriebsergebnis ist, sowohl auf der Gewinn- und Verlustrechnung, aber wie auch auf der Cashflow-Seite, auf der Cashflow-Seite. Und das wird so weitergehen. Ja, da können die Anleger davon ausgehen. Also den Nullpunkt, den haben wir sozusagen, den Break-Even haben wir hinter uns. Und jetzt geht es sozusagen. Wir haben mal kurz hochgerechnet. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann ist die Firma in knapp 12 Monaten gänzlich schuldenfrei. Nur mit sozusagen den Einnahmen aus der jetzigen Produktion. Und da kann auch davon ausgehen, dass das noch ein bisschen besser wird. Also wir sind jetzt ganz am Anfang, oder? Von der Produktion. Und da haben Sie vermutlich auch keine Silberpreisanstiege eingerechnet, die ja unberechenbar sind. Ja, wir werden, ich denke, Anfang nächstes Jahr zum ersten Mal über Kosten detailliert sprechen. Aber so, im groben Detail, denke ich, kann man sagen, dass unsere All-in Sustaining Costs also deutlich unter dem jetzigen Silberpreis liegen. Wir werden allerdings erst Aussagen dazu machen, wenn wir sozusagen die volle kommerzielle Produktion erreicht haben. Ich denke, dass wir davon ausgehen, dass wir sozusagen 3 Monate fortlaufende Produktion auf dem jetzigen Niveau haben. Und dann haben wir auch, was sozusagen die Börsenaufsicht anbelangt, die Qualifikation erfüllt, über kommerzielle Produktion zu reden. Und dann werden wir auch ganz klar Aussagen zu den Kosten machen. Wobei die 2,5 Millionen US-Dollar Umsatz, die wir im August gemacht haben, mehr als nur kostendeckend sind. Sehr gut. Und neben diesen Produktionserfolgen konnten Sie ja auch die Ressourcenbasis deutlich erweitern. Ich habe hier gelesen, dass Sie mittlerweile bei 211 Millionen Unzen äquivalent sind. Wo waren wir, als wir im April gesprochen hatten? Im April, also unsere ursprüngliche Ressource der 43.101, den wir sozusagen im 2021 hatten, und das war die geltende Ressource im April, hatte knapp 7,5 Millionen Tonnen Erz und ungefähr 80 Millionen Silberunzen äquivalent. Wir haben sozusagen in der Zwischenzeit nicht nur in die Mine und in die Plant investiert, sondern auch zum großen Teil in unsere Exploration, insbesondere Bohren. Und wir sind mittlerweile bei knapp 16, 15 bis 16 Millionen Tonnen Erz. Also wir haben die Ressource im Volumen verdoppelt, aber der Metallgehalt im Erz ist über 200 Millionen Unzen, also fast verdreifacht. Insofern, das ist auch ein gutes Signal, dass das, was man im Englischen als Headgrade bezeichnet, ja, der Metallgehalt im Erz nach oben geht und gleichzeitig die Tonnage nach oben geht. Und mit 15, 16 Millionen Tonnen stellt sich uns natürlich auch die Frage, wie entwickelt man das Unternehmen weiter? Also unsere Exploration zeigt ganz klar, dass da, wo wir momentan sind, bei der 600, 700 Tonnen Kapazität am Tag, dass das eher am unteren Ende der Bandbreite ist. Die Firma arbeitet momentan an einer Machbarkeitsstudie, um genau zu verstehen, wie weit der Betrieb ausgebaut werden kann. Und ich denke, unser Ziel sind so zwischen 2.000 und 3.000 Tonnen am Tag.
basierend auf dem Ressource-Update, das wir im Mai diesen Jahres veröffentlicht haben. Hört sich vielversprechend an. Kommen wir noch zur Bewertung. SilverX hat mittlerweile 142 Millionen Aktien ausstehend, wie ich auf ihrer Webseite gesehen habe. Aktuell 19 Cent, also wir sind hier bei 27 Millionen Kanadier-Dollar circa. Und das bei diesen Aussichten in einem Umfeld, wo uns die Inflation quasi auffrisst, die Preise davonrennen. Also ich denke, hier bietet sich eine gute Chance. Ja, das ist so. Wie die meisten Silberbetriebe leiden momentan vom Silbermarkt und sagen wir so, von Anlegern, die noch zögern in dem Bereich. Aber ich denke, wenn man im Silberbereich investieren will, ist SilverX sicherlich eine gute Option. Wir sind, wie bereits erwähnt, Cashflow positiv. Wir haben eine starke Ressource, wo man auch davon ausgehen darf, dass die noch zunimmt in naher Zukunft. Die Bewertung momentan entspricht der, ist er, also noch realitätsfremder könnte es ja gar nicht sein, oder? Also bei über 200 Millionen Unzen zu knapp 20 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Es ist ein Schnäppchen, und ich denke, der wirkliche Kicker für Anleger ist, es besteht enormes Wachstumspotenzial von dem, was man schon hat. Und mit dem, was wir haben, müssen wir halt nicht zum Markt zurück und neues Geld einsammeln, um sozusagen das nächste Quartal zu überleben. Sondern wir produzieren, wir verkaufen. Ein Großteil unseres Ertrages kommt aus Edelmetallen. Wir sind mehr als nur kostendeckend. Insofern denke ich, checken wir alle Häkchen für Anleger, um hier langfristig profitieren zu können. Ja. Gibt es denn etwas, was SilverX noch speziell dieses Jahr im Visier hat? Gibt es Katalysatoren, irgendwelche Nachrichten, die ausstehen, auf die sich die Anleger freuen können? Also ich würde mal ganz sicherlich, ich denke, insbesondere das vierte Quartal wird zum ersten Mal einen vernünftigen oder repräsentativen, eine repräsentative Zusammenfassung von der Finanzlage des Unternehmens geben. Ja, da wird man ein volles Quartal auf voller Produktionsniveau haben. Anleger sollten doch noch ein Auge darauf haben, dass sozusagen momentan der Beginn des Jahres Ramp-up war. Ja. Aber wenn man sich dann das Ende Jahr, sollte man vielleicht mal genauer in die Finanzen schauen und dann selbstverständlich die Machbarkeitsstudie für den Ausbau der Mine, beziehungsweise wir werden sicherlich noch mit ein paar sehr interessanten Explorationsergebnissen kommen. Und vielleicht, da haben wir das haben wir auch nicht besprochen, aber ich denke, eine der Dinge ist, die wir momentan im Betrieb machen. Wir haben einen großen Teil unserer Einkünfte stammen aus dem Gold. Wir installieren gerade einen Vibrationstisch, um sozusagen das Gold physisch auf dem Konzentrat zu trennen. Also wird auch dann bis Ende Jahr werden wir physisches Gold kaufen können, was natürlich nochmal die Einnahmen des Unternehmens stärken wird. Und ich denke, all diese Dinge zusammen und dann vielleicht, wenn der Markt auch noch ein bisschen mitspielt, ist das sicherlich interessant. Ich denke, der Markt wird mitspielen. Es tut sich gerade sehr vieles und das Finanzwesen ist im Umbruch. Ich bin überzeugt und ich denke Sie auch, Herr Wahl, dass wir im richtigen Markt sind und dass der Dornröschenschlaf des Silbers bald vorbei ist und die Anleger den Hebel sehen werden, den sie verdienen. Danke für das Update und Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Tschüss.